Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Benishas Ghosts of New Eden. Ja, Er hat die sie letzte... enterbt, aber ihr Porträt behalten. Ein krankes Zeugnis seiner Liebe oder seiner Schande. Wir sollten sie suchen. Lemmy sollte uns mit dem Ritual helfen können. Wir sind ja dabei, sie zu suchen. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Moment. Weil wir müssen ja zu Lemmy hin teleportieren. Genau. Die letzte Folge steckt mir immer noch in den Knochen. Das wollte ich eigentlich. Ach so. Doch. Ah, nein. Geh wieder zurück. Die steckt mir so in den Knochen, dass ich total verwirrt bin. Ja, jetzt überspringt das doch mal. Man muss diese Szene mal so lang sein. Es ist schön eingearbeitet ins Spiel, ja, aber wenn man eigentlich wieder zurück will, ist das doof. So, schnelles Reisen. Wir sind jetzt hier oben und wir müssen... Ist doch gar nicht so extrem weit weg gewesen. Lemmy. Lemmy das Lämmchen. Wir nehmen mal den oberen. Was ist denn das untere hier? Grundwasserquelle. Ach so, deswegen sind da zwei. Okay, ich verstehe. So. Hallo, geh raus. Sie sind wohl noch nicht über die Anschuldigungen hinweggekommen. Tja, ich sag mal, so lange ist es auch noch nicht her, ne? Vor zwei Folgen waren wir erst hier, glaube ich. Ist Lemmy in der Kirche? Sieht so aus. Och nee. Wir haben versagt. Wir... Nein. Verbanner, ihr seid ein erfreulicher Anblick für meine müden Augen. Und bei Gott, müde sind sie. Lamentation. Oder soll ich euch nun als den ehrenwerten Mr. Haskell ansprechen? Stören wir? Ihr stört tatsächlich. Aber ihr seid bei weitem nicht die Einzigen, die das tun. Es läuft nicht gut. Okay. Also, Lemmy, was gibt es Neues hier? Was möchtet ihr wissen? Alles. Und was ist mit euch, Lemmy? Wie geht es euch? Mir geht's gut. Also, angesichts der Umstände jedenfalls. Ich hätte aber noch einige Fragen an euch, Mistress. Für eine oder zwei haben wir eventuell Zeit. Ich habe eure Bewegungen gesehen. Sind die Regeln für Zeit und Raum bei euch anders als bei uns? Wenn ich bei den Lebenden bin, fällt es kaum auf. Aber ja, für mich scheinen andere Regeln zu gelten. Darf ich euch noch etwas fragen? Ja, komm. Ihr dürft. Was vermisst ihr am meisten am Leben? Schwierige Frage. Zu schwierig, als dass ich sie beantworten könnte. Wo soll ich anfangen? Ich vermisse alles. Darf ich euch noch etwas fragen? Ja, komm. Drei Fragen geben wir ihm. Also das ist jetzt die letzte. Ihr dürft. Seid ihr Gott begegnet? Durftet ihr Engel treffen? Und Dämonen? Wer hat die Macht über das Jenseits? Darauf habe auch ich keine Antwort. Darf ich euch noch etwas fragen? Obwohl, ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, gibt es eine Errungenschaft, wenn wir ihm alle Fragen beantworten? Ich lass ihn mal weiterfragen. Ihr dürft. Fühlt ihr Schmerzen? Keine körperlichen, nein, aber seelische. Manchmal auch Phantomschmerzen, wie eine üble Erinnerung. Darf ich euch noch etwas fragen? Ihr dürft. Habt ihr Kontrolle darüber, wann ihr euch den Lebenden zeigt? Und wie macht ihr das? Manche können mich ohne Probleme sehen. Bei anderen ist es meine Entscheidung. Es ist mühelos. Es ist so einfach, wie den Mund zum Sprechen zu öffnen. Darf ich euch noch etwas fragen? Belassen wir es dabei. Schade. Ich habe keine Errungenschaft bekommen. Naja, gut. Erzählt mir von den Siedlern. Irgendwas Merkwürdiges zu berichten? Merkwürdiger als sonst natürlich. Tatsächlich sind die Leute hier in letzter Zeit wirklich freundlich. Jeder versucht sein Bestes und alle sind frohen Mutes. Wenn ich darüber nachdenke, ist das durchaus merkwürdig. Äußerst merkwürdig sogar. Okay. Sollte eigentlich normal sein, oder? Wie steht es um New Eden und die Harrows? Die Leute glauben nicht mehr. Das wäre eigentlich nichts Schlechtes, wenn sie nicht auch die Hoffnung verlieren würden. Zugegeben, ich bin ratlos.
Aber er scheint ja doch intelligent an die Sache ranzugehen. Wir haben eine Seite aus einem Buch gefunden. Hier. Erkennt ihr sie vielleicht wieder? Lasst mal sehen. Ist die aus die Rätsel des Trismegistus? Ja, es erweckt den Anschein. Warum bringt ihr mir eine schimmlige Seite aus einem amüsanten, jedoch harmlosen kleinen Buch? Warum habt ihr es für euch behalten, dass ihr wieder einem Freund ein Ritual beigebracht habt? Das ist lange her. Ich sagte, dass ich nach der Sache mit Caleb niemandem mehr ein Ritual beibringen würde. Und das habe ich getan. Nicht getan. Wissen wir, aber wir sind jetzt auf der Suche nach Grace Pennington und wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen, sie zu finden. Wen? Im Ernst, Junge. Tut mir leid, Mistress Antea. Als ihr Graces Namen aussprachte, habe ich instinktiv versucht, sie zu beschützen. Mhm. Wann habt ihr Grace Pennington zum letzten Mal gesehen? Das muss wohl ein paar Tage, nachdem ich ihr das Verhüllungsritual gebracht habe, gewesen sein. Als ich später zurückkehrte, war die Hütte weg. Was Sinn ergibt jetzt, wo ich darüber nachdenke? Das war's? Seitdem habt ihr nie wieder versucht, eure beste Freundin zu finden. Eure einzige Freundin. Nun, ihr müsst wissen, dass einige Wochen später bereits über Hexenwerk in der Stadt gemunkelt wurde. Ich hielt mich bedeckt und Grace war so besser dran. Ich hatte recht. Und ich bin froh, dass sie entkommen konnte. Es ist merkwürdig, nach all der Zeit wieder an sie zu denken. Habt ihr je von einer Person namens Seeker gehört? Seeker? Nein. Klingt wie ein Titel, wie mein wahrer Sucher. Diese Seeker, ist das Grace? Ist sie am Leben? Wisst ihr, wo sie ist? Wir denken, dass das Grace ist und wir hoffen, dass sie noch am Leben ist. Deshalb suchen wir nach ihr. Wir vermuten, dass sie sich hinter eurem Dissimulationszauber versteckt. Dann müsstet ihr den Zauber aufheben. Sollte nicht kompliziert sein, sobald ihr mit dem richtigen Wissen gewappnet seid. Jetzt weiß ich auch, woher ich das Wort Seeker kenne. Da gab es nämlich eine Serie, die hieß irgendwas mit Seekers? Oder? Also auch irgendwas mit Seeker auf jeden Fall. Wie funktioniert das Ritual? Es erschafft Illusionen, die so verblüffend echt sind, dass sie selbst Menschen mit Argusaugen täuschen. Es gibt zwei effektivere Verhüllungszauber, aber die Rätsel des Trismegistus bestechen durch ihre schlichte Eleganz. Die Kurzfassung, wenn's geht. Wir wollen nur wissen, wie wir den Zauber aufheben können. Ja, natürlich. Dazu benötigt ihr lediglich den vollen Namen des Zauberers und das Symbol, mit dem die Illusion erzeugt wurde. Grace Pennington und ein nach unten zeigendes Dreieck. Nun, dann ist nur noch ein einfacher Gegenzauber aus demselben Buch nötig und... Oh nein. Was ist nun? Leider habe ich meine Ausgabe im Aralut zurückgelassen, in der Leere. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ja, aber zu meiner Verteidigung, wenn ihr das Buch habt, kann Graces Illusion ganz einfach entzaubert werden. Vergleichsweise einfach jedenfalls. Wir haben euch reden hören. An was arbeitet ihr gerade? Zu meinem großen Entsetzen arbeite ich an einer Rede. Sie ist... nun ja, furchtbar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Naja, sprecht von Vergebung, das macht der Vater ja immer wieder, ne? Gut ist es natürlich immer, mit dem Schlechten anzufangen oder mit dem, worum es geht, und dann mit was Positivem zu enden. Wie wäre es mit den Fehlern der Vergangenheit und wie sie den Weg zu einer besseren Zukunft ebnen können? Das könnte glatt funktionieren. Danke. Was geht hier vor sich? Lamentation Haskell. Eigentlich nichts. Also nichts von Relevanz. Na gut, na gut. Die Leute sind verzweifelt. Sie haben das Vertrauen in meinen Vater verloren. Das Gemeindezentrum ist fertig, aber... naja, die Leute reden und dumme Leute brüllen rum. Sie haben uns zu Ketzern erklärt. Oder Schlimmerem.
Sie haben die Geisterschutzvorrichtungen zerstört, unsere Bücher verbrannt und dann unser Haus in Brand gesteckt. Sie sind Puritaner, genau. Sie haben Angst. Könnt ihr ihnen das verübeln? Nein, es war unausweichlich. Es ist, wenn überhaupt, meine Schuld, dass ich es nicht kommen sehen habe. Ohne die Geisterschutzvorrichtungen ist alles schlimmer. Und natürlich macht man meinen Vater dafür verantwortlich. Ist er es denn nicht? Egal, wer Schuld daran hat. Wir werden erneut von Schemen heimgesucht und benötigen die Dienste eines Verbanners. Oder von Zweien. Auch wenn ihr den Leuten helft, werden sie euch zwar vermutlich nicht dafür danken, aber mein Dank ist euch zumindest sicher versprochen. Ja, das bringt uns ja viel. Wer hat die Bücherverbrennung angeordnet? Keine Ahnung. Was spielt das für eine Rolle? Es war das reinste Chaos. Ich brachte meinen Vater in Sicherheit, aus der Schusslinie. Aber am nächsten Tag wirkte es, als wäre gar nichts passiert. Der Scheiterhaufen war kalt, all meine Geisterschutzvorrichtungen zerstört und keiner sagte etwas. Glücklicherweise fanden sie die Bücher nicht, die ich mir bereits aus Vaters Bibliothek geborgt hatte. Ansonsten wäre ich jetzt wohl tot. Super. Habt Dank für eure Hilfe. Könntet ihr Grace mitteilen, dass ich noch immer ihr Freund bin? Es würde mich freuen, sie wiederzusehen. Sobald wir sie gefunden haben, werden wir es sehr gern ausrichten. Ja, der Feind in den eigenen Reihen. Ich würde sagen, da wir jetzt schon mal hier sind, machen wir diese Aufgabe tatsächlich noch. Normalerweise möchte ich die ganzen Nebengeschichten jetzt Schritt nicht... Schritt für Schritt werden wir gemeinsam bestehen... Nicht alle so dazwischen quetschen, aber da wir mit dieser Story hier eigentlich ja losgegangen sind... welcher ist denn das jetzt hier mit 166? Noch viel Arbeit. Die angespannte Worte haben Macht. Die richtige Rede im richtigen Moment kann die Welt verändern. Ich hörte mal einer Truppenansprache von Graf von Starhemberg zu... Er war unscheinbar, aber seine... Was zum Teufel ist hier passiert? Ein Haus ist abgebrannt. Oder wurde abgefackelt. Können die einfach mal zu Ende sprechen? Ich darf doch wohl zum Zielort gehen, ohne dass die alles abbrechen. Was hat der denn jetzt für eine Ansprache gehabt? Mein Gott. Aktivität verfügbar. Ist das nicht die, die wir jetzt gerade haben? Nee, das ist hier. Mit Gouverneur Haskell sprechen. Also wir müssen aus dem Dorf raus und in die linke Richtung. Okay. Hier ist eine Scheiterhaufen. Also der Bücherscheiterhaufen. Ja, man erkennt's. Ich meine, Dämonologie, okay, hier aber... haben sie wohl ihr Feuerchen gemacht. Haskell hatte Glück, davon zu kommen. Aber ganz ehrlich, warum muss man Wissen verbrennen? Ich verstehe noch, wenn sie irgendwelche schwarzmagischen Bücher verbrennen. Das kann ich nur nachvollziehen, von wegen Angst davor, dass die wieder benutzt werden oder so. Aber das sah mir jetzt nicht danach aus. Also die werden alles verbrannt haben, wirklich alles. Nicht nur irgendwelche paar schwarzmagischen Bücher. Und das ist dumm, ganz ehrlich. Aber es sind Bauern, ne? Viele zu dem Zeitpunkt waren einfach dumm. Wissen hat denen wohl ziemlich viel Angst gemacht. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Hier war das, ne? Nach Heimsuchung in den Eggen suchen. Nee, jetzt muss ich wieder in die Eggen zurück. Wollt ihr mich veräppeln? Halt, stopp, 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 stopp. Achso, das waren diese Dinger. Nee, okay. Also er hat ihn jetzt zur Hütte gebracht, wo er sich versteckt hat eine Weile. Wieder hier, um euer Werk zu begutachten? Wäre das Werk vollendet, dann schon, Gouverneur, aber ich muss noch immer einen Fluch brechen. Nennt mich nicht so. Ich bin jetzt ein gewöhnlicher Bürger, ein einfacher Siedler. Ich traue mich kaum zu fragen, aber gibt es Neuigkeiten hier? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Was ist mit den Leuten in den Harrows? Irgendetwas Ungewöhnliches? Nein. Und so wie Sie über mich denken, würde ich es auch nicht erwähnen, wenn mir etwas Erwähnenswertes aufgefallen wäre.
Wie geht es euch? Ich lebe, zähle die Tage, werde nie vergessen, dass ich euch anheuerte, uns alle zu retten. Ich arbeite noch daran, Meister. Ich bin nicht euer Auftraggeber. Nicht mehr. Ihr seid auf euch selbst gestellt. Wie geht es Lammy? Ihm geht es gut. Und er ist womöglich das letzte Mitglied der Gemeinde, dem ich noch etwas bedeute. Er war es, der mich vor der wütenden Meute in Sicherheit brachte, bevor sie mein Haus niederbrannten. Wie sich herausgestellt hat, ist er doch nicht so unfähig, wie ich dachte. Ja, er ist ein fähiger Bursche. Fähig zu recht vielem. Auf jeden Fall zu wesentlich mehr als sein eigener Vater. Als wir in New Eden ankamen, habt ihr uns erzählt, der Fluch wäre dämonischen Ursprungs und würde dem Abgrund entspringen. Seid ihr daran interessiert, über die wahre Natur des Albtraums zu sprechen? Nein, bin ich nicht. Weder jetzt noch später. Der Albtraum ist nichts Dämonisches. Es handelt sich um den äußerst mächtigen Geist einer Frau, der unfassbares Leid angetan wurde. Ihr wart im Unrecht, Mistkerl. Geist, Dämon, Albtraum, alles das Werk des Teufels. Und es wird uns vernichten. Ihr irrt euch. Der Teufel wäre besser. Ist euch aufgefallen, dass die Heimsuchungen zugenommen haben, seitdem der Albtraum hier seinen Einfluss verlor? Ja. Und? Geister sind ein menschliches Problem. Wer heimgesucht wird, hat etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Etwas Böses oder Dummes. Euer Teufelswerk wuchert in den Herzen von Frauen und Männern. Ja, da stimme ich euch sogar zu, wenn auch nur gerade so. Danke für eure Zeit. Tja, viel besitze ich ja nicht mehr. Ja, doch viel Zeit glaube ich schon, dass er noch hat. Wenn er auch nicht mehr viel damit anfangen kann. Ach, nach Heimsuchungen in den Engsuchungen. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, weil das scheint ja doch ein bisschen größer zu werden, als ich gedacht hatte. Die Engen waren eigentlich ja in dieser Richtung. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch zu den Engen zählt, hier unten das Dorf. Aber ich habe kein richtiges Ziel. Also, wo ich hin muss. Steht nur Aktivität verfügbar. Hm. 89, 90. Muss ich da hinten jetzt? Ne, da gehe ich aber dann wieder weg. Da gehe ich wieder, also das, ich denke mal, ich muss zum Dorf zurück. Er hat ja auch davon gesprochen, dass das die Dorfbewohner sind. Ach, da komme ich so nicht hoch, oder was? Aber da haben wir noch was. Wieso komme ich da so nicht hoch? Wie komme ich denn dann wieder zurück? Moment. Oder kam ich dann nur zurück, indem ich darüber gesprungen bin? Das kann natürlich auch sein. Das kann ich dann aber nur von da oben. Nein. Ach, pixel doch einfach. Aber es gab doch noch einen einfacheren Weg, wieder zurückzugehen, meine ich, oder? Konnte man nicht einfach hier runter und darüber spazieren? Ach, da ist doch, da ist der Ausgang. Hier kann ich runter. Meine ich doch. Es ist aber auch alles ein bisschen, naja. Gut. Hauptsache, wir kommen hier rum. Also, fürs nächste Mal... Nee, fürs nächste Mal kann ich auch nicht da hoch, weil dann ist das zu hoch. Also können wir mal nur den einen Weg rein und den anderen Weg wieder raus. Das ist ja toll. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Dorf, denke ich. Und schauen da nach dem Rechten. Das kann ich eigentlich auch hier machen, ne? 48, jetzt geht's wieder weg. Nee, da geht's aber wieder rein, wenn ich reingehe. Okay. So. Mal wieder bei unserem Schmied, so wie es aussieht.
nicht Schmied. Ja, hier. Das sind aber die alten Sachen hier zum Lesen, oder? Schuster, wollte ich sagen. Rechnung. Ja, ja, das ist das Alte, was wir gelesen hatten. Ja, sprich mit mir. Guten Tag, Caleb. So beschäftigt. Ich kümmere mich um Ruths Hinterlassenschaften. Hätte ich schon früher tun sollen, aber konnte ich einfach nicht. Sie mochte Vögel. Hat sie wirklich sehr geliebt. Ich wusste nichts davon. Ist das nicht seltsam? Tja. Wie geht es euch? Gut, hoffe ich. Ja, die Narben verheilen und der Gestank ist weg. Ich bete um Vergebung. Ich bete für meinen Bruder. Möge ihm der Herr einen Platz an seiner Seite geben, obschon er ein Sünder ist. Wie auch ich, natürlich. Ich werde mich wieder meiner Arbeit widmen. Der Schuster ist gesegnet, oder sowas in der Art. Ich weiß, ihr hattet mit Lemmy Haskell zu tun. Gibt's was, was ich noch wissen sollte? Eingebildeter Schnösel. Hielt sich für gerissener, als er war. Und ich tat das auch. Aber Geheimnisse kann er wahren. Das stimmt. Damals merkte ich es nicht, aber er hat mich ausgenutzt. Gab mir das Ritual, um zu sehen, ob es funktioniert. Ihr habt die Toten ausgegraben und aus ihren Knochen eine Puppe gebastelt. Ich bin mir nicht sicher, ob Lemmy da ganz allein schuld ist. Ich war verzweifelt. Ich war in Trauer. Ich hatte alles verloren. Bessere Menschen würden genauso handeln. Und schlechtere auch. Ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht. Ihr habt die ewige Ruhe eurer eigenen Familie gestört. Wie könnt ihr damit leben? Wie kann ich bereuen? Wie bereut ihr? Ich kenne eure Arbeit. Ich bin nur ein einfacher Sünder, der trauert. Was zum Teufel seid ihr? Ich wollte nur die Frau retten, die ich liebte. Was ist so falsch daran? Er hatte eigentlich... Ich hoffe, er sagt jetzt, er hat im Leben genug Gelegenheiten gehabt, um sich der Frau anzunähern. Und sie hätte dann halt Gelegenheiten gehabt, um zu sagen, okay, ich trenne mich von meinem Mann, weil da ist was zwischen uns, oder ich trenne mich nicht von ihm, weil ich will gar nichts von dir. Ihr hättet sie retten können, doch ihr habt es nicht einmal versucht. Alexander hat wenigstens das getan. Gut, oder das brennende Haus. Ja. In jenem Augenblick verließ mich der Mut. Alexander blieb standhaft. Und als ich sie zurückbringen wollte, war er es wieder, der es zu Ende brachte. Zweimal kämpfte ich mit meinem Bruder um die Frau meines Herzens. Zweimal verlor ich. Vielleicht sollte es nicht sein. Vielleicht liebte ich sie nie. Ein Schuster hört doch sicher so allerlei. Was gibt's Neues? Für welche Art von Neuigkeiten interessiert ihr euch denn? Wie ist die Stimmung im Dorf? Nachdem ich meinen Namen reinwaschen konnte, kehrt meine Kundschaft nur langsam zurück. Ich höre nicht viel. Aber wenn ich in einer Pfütze aus Jauche bade, schwimmt Haskell in einem Ozean aus Scheiße. Schwach soll er sein. Falsch, dieser aufgeplusterte Fatzke. Sticht jemand von den Leuten hier heraus? Wenn ich die Perkins-Frau ansehe, erkenne ich mich irgendwie in ihr wieder. Hepzibah war seit dem Schiffbruch nicht mehr dieselbe. Jetzt noch weniger. Ihr habt jahrelang mit ihr zusammengelebt. Wie konntet ihr nicht wissen, dass sie Vögel mochte? Sie hat sogar ein Buch geschrieben. Schien recht hübsch. Wusstet ihr wirklich nichts davon? Ich habe es in den Trümmern unseres Hauses gefunden. Wenn ich recht überlege, hat sie es wirklich überall hin mitgenommen. Habe ich ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt oder hat sie es mir wirklich verheimlicht? Eine Ehe, in der es Geheimnisse gibt, ist nichts wert. Sie hatte Angst vor eurer Reaktion. Ja, wieso sollte sie Angst haben, weil sie Vögel mochte? Ihr könnt reden. Ihr habt den Ruf des Mannes, den sie liebte, durch einen verleumderischen Brief ruiniert. Und das alles verheimlicht. Wie ein guter Schuster, so trefft ihr den Nagel auf den Kopf. Wegen ihres Buches.
Ich wollte die fehlenden Seiten ausfüllen, aber mit dem Fluch und den Bestien im Wald bin ich zu schwach dafür. Falls ihr mir helfen wollt, in der Nähe der Küste sollten sich die zwei letzten Federn finden lassen. Dürfte ein Kinderspiel sein. Fischkrähe und Silbermöwe fehlen noch. Würdet ihr das tun? Ja. Für Ruth. Nicht für euch. Ich lasse euch in Frieden, Mr. Watson. Für Frevler gibt es keinen Frieden, Mr. McGrath. Das wissen wir beide. Hat der mir jetzt ernsthaft noch eine Nebenaufgabe gegeben? Ey, ich drehe hier langsam am Rad. Nein, wir müssen wegen den Heimsuchungen doch noch weiter gucken. Wie hieß die gute Frau? Hier komme ich gar nicht raus, ne? Ach, ich dachte, ich könnte hier rüberhüpfen. Muss ich doch den langen Weg nach vorne nehmen. Ja, wie hieß die Frau jetzt? Frau... Ganz plötzlich schert sich Caleb Watson um das Vogelbuch seiner Frau. Auf zum Schämen verbannen und Federn sammeln. Nein, ich will jetzt keine Federn verbannen. Keine Federn verbannen. Keine, Federn sammeln. Ich will die Heimsuchung machen. Das Problem ist nur, steht natürlich jetzt nichts mehr von drin. Sind wir hier vorher auch schon reingekommen? Nein. An das Bild hier hätte ich mich auf jeden Fall erinnert. Aber ist das nicht die Frau, der wir begegnet sind? Jetzt bin ich hier total verwirrt. Moment. Der New England Primer, Schlacht von Quebec. Im Oktober 1690 musste die Stadt Quebec den schlimmsten Angriff in der Geschichte der französischen Kolonien über sich ergehen lassen. Port Royal wurde im Mai 1690 von den englischen Kolonisten eingenommen. Ein herber Verlust für Frankreich und ein gewaltiger Schreck für die Einwohner. Hier hätte es enden können, doch Major John Wallays Ambitionen kannten keine Grenzen. Wie eine eiterne Wunde gab er sich nie zufrieden mit dem, was er schon geraubt hatte. Nachdem er Port Royal erobert hatte, wollte er auch unsere wunderbare Stadt Quebec haben. Doch unser Gouverneur Louis de Boit de Frontenac war kein Feigling und stellte sich gegen die Engländer. Er lehnte ihre Kapitulationsbedingungen ab und versprach stattdessen, ohne mit der Wimper zu zucken, die englischen Invasionen zu bekämpfen. Als der arrogante John Wallet seine Schiffe in die Bucht von Quebec einlaufen ließ, wurden sie beinahe restlos von den Kanonen der Stadt versenkt, was ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Milizstreitkräfte, die er an der Küste entsandte, wurde von den Franzosen ebenfalls zurückgeschlagen. Die Engländer waren gezwungen, die Wahrheit zu akzeptieren. Quebec wurde niemals zu ihnen gehören. Die Franzosen nutzten den Ausgang dieser Schlacht, um ihre Verteidigung zu stärken und ihre Herrschaft über diesen Teil der neuen Welt zu festigen. Es war das erste Mal, dass Quebecs Verteidigung auf die Probe gestellt wurde. The New England Primer. Sieht neu aus. Scheint von hier zu sein. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Dann gucken wir mal, wer hier oben gerade am Arbeiten ist. Und geheiligt werde dein Name, Marcy. Unser geliebter Engel, der in den Himmel aufgefahren ist. Ich bin beschäftigt. Was wollt ihr? Entschuldigt die Störung. Ich bin Red McGrath, der Verbanner. Ich bin Hugh Batchelor, Lehrer. Und ihr, mein Sohn, seid ein Ketzer. Sein Ton hat sich seit New Edentown verändert. Und der neue gefällt mir ganz und gar nicht. Was wollt ihr? Was ist mit euren Händen passiert? Ein Engel stieg aus dem Himmel herab und gab mir das Mal unseres Herrn Jesu. Wir können über die Bibel sprechen, wenn ihr möchtet. Wundmale? Überraschend katholisch. Ich vermute, ihr habt diese Gotteslästerung nicht ernst gemeint. Aber seid gewarnt, zum ersten und letzten Mal. Nein, das ist eine Nebenaufgabe. Was gibt es Neues in der Gegend? Ketzer durchstreifen die Ecken. Ihr zum Beispiel. Und der Haskell-Junge natürlich. Ach ja?
Er möchte es besser machen als sein Vater, was weder schwierig noch unedel ist, aber er lässt sich dabei von Satan in Versuchung führen. Oh Gott. Erzählt mir vom Gouverneur. Haskell ist ein Schatten seiner selbst. Er verliert den Glauben und fällt immer tiefer in die Grube. Und dabei zerrt er die Gemeinde mit in den Ruin. Erzählt mir von Lamentation Haskell. Der Junge ist eine billige Imitation seines Vaters und kein Anführer. Niemand wird auf ihn hören. Und dafür müssen wir dem Herrn danken. Oder ihm eine Chance geben, sich zu beweisen. Wie ist das Leben so in den Harrows? Das Gemeindezentrum ist das Leuchtfeuer unseres Glaubens, unserer Reinheit und unserer Reife. Ich bin stolz, Teil davon gewesen zu sein. Bald schon werdet ihr Ketzer alle fort sein. Möget ihr gemeinsam in der Hölle brennen. Ihr findet besser schnell auf den rechten Pfad zurück, Red McGrace. Eieiei, was ist das für ein Assi? Also der klingt ja doch sehr besessen. Erzählt mir von diesem Engel. Wie habt ihr ihn kennengelernt? Der Engel ist meine Schwester und sie trägt die Male des Herrn. Marcy wanderte tagelang durch die Wildnis und eines Tages kehrte sie zurück, um ihr Volk anzuführen und zu erretten. Er wird von einem Geist heimgesucht, aber hält ihn für einen Engel. Ich hoffe doch, du schreibst mit, Red McGrace. Okay. Es tut mir leid, dass ihr eure Schwester verloren habt, und ich bin froh, dass ihr sie wieder habt. Erzählt mir von ihr. Glaubt ihr an Wunder, Mr. McGrath? Ich glaube an das Übernatürliche und das Außergewöhnliche. Also ja, ich glaube an Wunder. Ich glaube jedoch nicht an Engel. Wenn ihr erst in der Gegenwart meiner Schwester seid, ändert ihr eure Meinung. Sehr gern. Wo kann ich sie finden? In der Nähe der alten Mühle befindet sich eine versteckte Höhle am Ende des langen Strands. Das ist unser geheiligter Ort. Dort wird sie sein. Sie konnten ihre Leiche nie finden, aber sie ist immer noch da. Ich muss mich jetzt von euch verabschieden, mein Herr. Möge Gott euch behüten, denn ich werde es nicht. Eieieiei. Ja, aber hat das jetzt mit der Hauptquest zu tun oder nicht zu tun? Ich bin mir halt nicht so sicher, ne? Ist das jetzt die Heimsuchung, von der wir sprechen? Ich meine, hier steht ja nach Heimsuchungen in den Eggen suchen. Was ich nur nicht so ganz verstehe. Komme ich jetzt damit der Hauptstory tatsächlich weiter? Weil wir haben... Oder? Moment. Die Liebe obsiegt. Betretet die Leere und findet das Buch. Ach so, ja genau. Ich hatte mich ja nur dazu entschlossen, dann hier die Nebensachen noch zu machen. Ja, das wird irgendwie immer mehr, habe ich so das Gefühl. Huge Bachelors Tagebuch Seite 1, 5. August 1686. Ich denke, es war eine gute Idee, nach New Eden zu ziehen. In Boston hat niemand Marcy wertgeschätzt. Die haben sie sogar abgelehnt. Diese Leute verstehen nichts. Hier erwartet uns ein neues Leben. Und die Menschen dieser kleinen Stadt wirken frommer als unsere letzten Nachbarn. Sicherlich werden sie Marcy Gehör schenken. September 1686, Tagebuch Seite 2. Unsere ersten Monate in New Eden waren gut. Marcy hat sich gut eingefunden. Die Menschen, die reden mit ihr und urteilen nicht über sie und scheinen ihr zu glauben, wenn sie über ihre Visionen spricht. Auch wenn sie manchmal etwas verdutzt reinschauen. Das liegt daran, dass die Leute hier wahre Puritaner sind. Wahre Untertanen Gottes. 28. September 1686. Heute hat sich Marcy geweigert, das Haus zu verlassen. Sie hat kaum mit mir geredet, so tief war sie in Gedanken versunken. Ich glaube, der Herr spricht zu ihr. Manchmal erinnert sie mich an unsere Mutter. Auch wenn sie keine göttlichen Visionen hatte, schien dasselbe helle Licht in ihren Augen, das der Helligkeit. Hä? Achso. An manchen Tagen bin ich ein wenig enttäuscht, dass ich die Weisheit von Mutter nicht geerbt habe.
Aber letztlich ist es besser so. Ich mag nicht direkt mit Gott kommunizieren, aber ich bin der Beschützer seines Sprachrohrs. 2. Oktober 1686. Vater und Mutter wären so stolz auf uns. Marcy spricht mit unseren Freunden und mein Ansehen steigt von Tag zu Tag. Ich werde zu einem respektierenden Mann in der Gemeinde. Manchmal vermisse ich unsere Eltern und wünschte mir, sie hätten uns nicht schon so früh verlassen. Ich wünschte mir, dass ich mich nicht um Marcy hätte kümmern müssen, als ich endlich alt genug war zum Heiraten. Doch das war mein Schicksal und heute verstehe ich das auch. Denn heute sind Marcy und ich ein göttliches Zweigespann, die Stimme Gottes und ihr Dolmetscher. Und wenn wir sterben, werden wir zu Gottes rechter Seite sitzen und stolz auf unsere Erfolge während unserer Zeit auf der Erde zurückblicken können. Okay, als er das geschrieben hatte, war das schon sehr besessen, oder? Moment, ist da noch was? Mit ihm sprechen? Hier vorne war noch was zum Einsammeln. Ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich wollte zwar eigentlich dann mal eben, in Anführungszeichen, diese Nebenquest hier noch machen. Aber irgendwie scheint diese Nebenquest hier... Wenn Hugh auf den Geist seiner Schwester setzt, ist er ein Narr. Er sucht nach Antworten, ja. Ja, ich kann ja verstehen, Kraft aus seinem Glauben zu ziehen, aber das... Es ist nicht an uns, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Darf ich jetzt endlich weitererzählen? Weil ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Ich hasse es, wenn die immer so reinreden. Also, ich vermute ganz stark, beziehungsweise ich befürchte ganz stark, dass wenn ich jetzt hier weitermache, das von einer Nebenquest zur nächsten Nebenquest zur nächsten Nebenquest führen wird. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Spukermittlung, Belohnung, Essenz. Schon wieder? Achso, das ist diese andere Nebenaufgabe. Ja, ja, okay. Dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass ich mich dann auf jeden Fall erstmal wieder auf der Suche nach der Hauptquest mache, dass wir zur Lehre gehen. Das heißt, ich werde hier zum Müllers Haus schon mal reisen. Das mache ich dann offline. Das geht ja schnell. Und dann werde ich mit euch gemeinsam den Weg von Müllers Haus, was haben wir hier wieder für Neben, die alte Mühle erreichen, Heilige und Sünder. Schon wieder ein Spuk, na super. Von Müllers Haus durch den Spuk reisen. Fähigkeit verfügen. Achso. Um dann ja die Lehre zu betreten und das Buch zu finden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, da müssen wir dann in den unteren Bereich von der Mühle wahrscheinlich wieder rein. Um dann das Buch zu finden. Das war ja die Lehre, ne, wo wir dann reingegangen sind letztendlich, meine ich zumindest. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns am Zielort wieder. Ihr wisst ja, was ich mache. Ich reise einfach nur mal eben durch das Lagerfeuer dahin. Und dann treffen wir uns in der nächsten Folge am Zielort in der Mühle wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.